Hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin wieder live auf Twitch und wir spielen heute Episode 1 unserer Crystal Rex to Riches Challenge mit unserer lieben Lia. Wir starten eine komplett neue Challenge und zwar die Crystal Rex to Riches Challenge. Und für diese Challenge braucht ihr auch nur das Basisgame und das neue Kristallpack. Und die Regeln seht ihr hier. Das sind die Regeln. Du lebst in einer kleinen, schäbigen Wohnung in der Stadt, geprägt von einer harten Vergangenheit im Waisenhaus. Trotz der Schwierigkeiten verdienst du deinen Lebensunterhalt durch das Finden und Verkaufen von verborgenen Schätzen, wenn du in deiner besonderen Begabung Sinn und Erfüllung findest. Dein Ziel ist es, einen eigenen Schmuckladen zu eröffnen. Die Merkmale, die dein Sim zu Beginn haben sollte, sind ehrgeizig, kreativ und Einzelgänger. Das Bestreben ist das Kristallkünstlerbestreben. Und man startet als junger Erwachsener. Die Dinge, die man erledigen muss, um die Challenge abzuschließen. Freundschaftliche Beziehung zum Sensenmann maximieren. Bringe folgende Fähigkeiten auf Stufe 10. Die Edelsteinkunde. Beende das Kristallkünstlerbestreben. Starte in einer schäbigen Wohnung oder in einem Haus mit 0 Simoleons Startkapital und folgenden Herausforderungen. Gruselige Krabbeltiere, Kobolde und Schimmel. Kobolde und Schimmel ist... nur wenn ihr die Packs habt. Ansonsten setzt da einfach Merkmale ein, die für euch das alles ein bisschen erschweren. Vollende die Kristall- und Metallsammlung. Stelle den samenförmigen Edelstein her und pflanze ihn. Entwickel den Kristallbaum, bis er perfekt ist. Und verdiene dein Geld nur durch Kristalle, Metalle und Fossilien. Wenn möglich über Plopsi. Also falls ihr Schick mit Strick habt, könnt ihr es sogar über Plopsi verkaufen. Dein Ziel ist es, einen Schmuckladen zu eröffnen und 50.000 Simoleons zu verdienen. Diese Dinge dürft ihr nicht machen. Ihr dürft keinen Job annehmen, kein Geld mit anderen Fähigkeiten außer die Edelsteinkunde verdienen, keine romantische Beziehung eingehen, bevor der Kristallbaum perfekt ist, kein Geld beim Einzug eines Partners bekommen, darf nicht umziehen in eine Wohnung oder Haus. Das muss von Anfang an das Gleiche sein und man muss es dann verschönern. Grundstücksherausforderungen dürfen nicht entfernt werden, bevor jeweils 10.000 Simoleons in der Haushaltskasse sind. Das bedeutet, das erste Merkmal, das Negative, darf man entfernen, wenn man 10.000 Simoleons erspielt hat, das zweite bei 20, das dritte bei 30 und so weiter. Die drei vorhandenen Merkmale dürfen im Laufe des Spiels nicht geändert werden. Das heißt, euer Sim muss von Anfang an bis Ende ehrgeizig, Einzelgänger und kreativ sein, auch wenn vom Spiel die Änderung vorgeschlagen wird. Ihr dürft natürlich zusätzliche Merkmale annehmen, aber sie dürfen nicht geändert werden. Und welcher Sim der Start unserer Challenge ist und wie die Hintergrundgeschichte dieses Sims ist, erfahrt ihr jetzt. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern starten direkt rein. Let's go! Das ist unsere Lia und mit diesem Sim starten wir unsere Crystal Rex to Riches Challenge. Ich freue mich schon sehr und ja, ihre Hintergrundgeschichte ist nicht so einfach, denn sie hat leider einige schwierige Dinge erleben müssen. Aber was das ist und wer Lia genau ist, spitzt die Ohren. In den schmutzigen Straßen von Evergreen Harbor, einer Stadt voller Leben und doch voller Schatten, lebt eine junge Frau namens Lia. Lia hatte eine harte Kindheit hinter sich, denn sie war einst in einem düsteren Waisenhaus aufgewachsen. Von dort war sie geflohen, geplagt von dunklen Erinnerungen und ohne jegliche Verbindung zu ihrer Vergangenheit. Das Waisenhaus war für Lia kein Zuhause gewesen. Die alten Mauern bargen keine Liebe, nur Einsamkeit und Ablehnung. Besonders die alte Schwester, die sich um die Kinder kümmerte, hatte Lia nie gemocht. Ihre Erinnerungen an das Waisenhaus waren von Traurigkeit und Verzweiflung geprägt. Und sie sehnte sich nach einem Leben außerhalb dieser bedrückenden Umgebung. In einer schäbigen kleinen Wohnung, die sich in einer zwielichtigen und düsteren Fabrik in Evergreen Harbor befand, versuchte Lia ein neues Leben aufzubauen. Die Umgebung war trostlos und bedrohlich, aber es war ihr eigenes Zuhause. Ein Ort, an dem sie sich vor den Schatten ihrer Vergangenheit verstecken konnte. Lia verdiente ihren Lebensunterhalt, indem sie durch die dunklen Gassen der Stadt streifte und nach verborgenen Schätzen suchte, die andere weggeworfen hatten. Sie war geschickt darin, seltene und wertvolle Gegenstände zu finden und sie an diejenigen zu verkaufen, die bereit waren, dafür zu zahlen.
Doch trotz ihres harten Lebens fand Lia Trost und Sinn in ihrer besonderen Begabung, die sie von anderen unterschied. Lia ist hartnäckig, sie gibt niemals auf und kämpft unbeirrbar für ein besseres Leben. Außerdem ist sie misstrauisch aufgrund ihrer schwierigen Vergangenheit. Deshalb ist sie gegenüber anderen Menschen sehr misstrauisch und hält sie oft auf Abstand. Sie ist unabhängig. Lia ist stolz auf ihre Unabhängigkeit und versucht, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Außerdem ist sie ein bisschen listig. Sie ist schlau und findet immer einen Weg, um sich aus schwierigen Situationen herauszuwinden oder einen Vorteil zu gewinnen. Aber besonders kreativ ist Lia. Sie ist sehr begabt darin, aus scheinbar wertlosen Gegenständen etwas Wertvolles zu machen und hat ein Auge für das Besondere. Lias Lebenstraum ist es, einen eigenen Schmuckladen zu eröffnen und sich aus der Armut zu befreien. Sie träumt davon, genug Geld zu verdienen, um sich ein besseres Leben leisten zu können und vielleicht sogar anderen in der Not zu helfen. Ihr Berufswunsch ist es, eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden und ein Geschäft zu gründen, das auf ihre besondere Begabung basiert. Das Finden und Verkaufen von Sammelgegenständen. Ob es sich um Antiquitäten, Kunstwerke oder seltsame Fundstücke handelt, Lia weiß, wie man sie gewinnbringend vermarktet und anderen Freude bereiten kann. Lia hat eine Leidenschaft für das Sammeln von Vintage-Gegenständen und verbringt gerne ihre Freizeit damit, durch Flohmärkte und Antiquitätengeschäfte zu stöbern. Sie sucht nach einzigartigen Fundstücken, die eine Geschichte erzählen, und ihre Wohnung ist voll von alten Büchern, antiken Möbeln und anderen Schätzen. Zumindest wünscht sie sich das. Was sie nicht mag, sind Aktivitäten, die sie in ihrer Freizeit einschränken oder Unbehagen bereiten. Dazu gehören beispielsweise große Menschenansammlungen oder laute, überfüllte Veranstaltungen, die sie überwältigen könnten. Sie hat auch wenig Interesse an Sportveranstaltungen oder Aktivitäten, die hohe körperliche Anstrengung erfordern, da sie eher ruhige und entspannte Momente bevorzugt. Lia wünscht sich außerdem einen tierischen Begleiter, der ihre unabhängige Natur widerspiegelt und gleichzeitig Gesellschaft bietet, wenn sie sich nach Einsamkeit sehnt. Am liebsten hätte sie eine Katze, die sie ruhig und eigenständig begleitet, aber dennoch liebevoll und anhänglich sein kann, wenn Lia nach Nähe sucht. Die Vorstellung von einer Katze als Begleiterin spricht genau dem, was Lia sich wünscht. Freiheit und Unabhängigkeit gepaart mit einem Gefühl von Zugehörigkeit und Verbundenheit. Das ist unsere Lia. Sie ist ein etwas anstrengender Charakter, würde ich sagen. Sie traut nicht jeden. Sie ist eher so... Sie hat auf viele Dinge keine Lust. Sie möchte... alles alleine schaffen, sie lässt sich nicht gerne helfen, aber das ist natürlich alles auf ihre Vergangenheit zurückzuführen. Und ja, sie hat einfach gar nichts. Sie hat leider gar nichts und sie wohnt in einer alten, verlassenen Fabrik. Das ist sie. In dieser tollen Fabrik ist sie untergekommen. Die Fabrik wurde gebaut von Niala. Tatsächlich ist es wieder Niala geworden. Das ist wieder mal ein Lost Place. Niala, du solltest dich darauf spezialisieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir haben eine Wohnung für uns und die können wir auch vergrößern, beziehungsweise wir können dann hier nach üben expandieren und dann uns da unten was dazu nehmen. Oder wir können auch hier üben dann die Wohnung dazu nehmen oder wie wir uns das vorstellen eben. Und wir beginnen hier in dieser wirklich unglaublich kleinen, ranzigen Wohnung, die auch noch ein Loch nach unten hat. Also katastrophal, aber Lia ist stolz drauf. Sie lebt hier gerne und ja, möchte hier sozusagen ihr Leben aufbauen. Es ist günstig, beziehungsweise fast umsonst. Und hier nervt sie keiner, es ist ihr eigenes Reich und sie findet hier auf jeden Fall auch genug Dinge, mit denen sie was anfangen kann. Und ja, das ist es. Die Fabrik, die wir sozusagen jetzt erneuern müssen, ausbauen müssen und das Haus verschönern müssen. Denn wir dürfen ja nicht umziehen. Die Fabrik findet ihr unter Hashtag Safarina Crystal Home. Ja, da ist die von Niala, die hat sie hochgeladen. Könnt ihr euch auch downloaden und könnt auch gemeinsam mit mir in diese Challenge starten. Mit eurem Sim, den ihr eben für diese Challenge erstellt. Und wir beginnen heute mit Lia.
Wir haben 0 Simoleons, ihre Charaktereigenschaften, da ich eben eine Mod besitze und deswegen habe ich auch mehrere Gegenstände, mehrere Merkmale, die jetzt normalerweise nicht da sind, haben wir natürlich Einzelgängerin, ehrgeizig und kreativ. Außerdem ist sie paranoid und entschlossen. Die anderen müsste ich eigentlich alle löschen, damit das nicht... Nee, Sammlerin ist sie auf jeden Fall auch noch. Und Held und Salbei. Das ist einfach ein dauerhafter Gag. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber die restlichen Merkmale müssen wir auf jeden Fall noch entfernen. Genau. Außerdem ist sie eine Magierin. Das haben wir gelassen, weil wir fanden, es passt ganz gut zu dem Kristallpack. Und sie möchte natürlich das Kristallkünstlerbestreben vervollständigen. Genau, wir haben jetzt einen Edelsteinkundetisch kaufen als erste Aufgabe. 5 Kristalle oder Metalle sammeln und Schmuck verschenken oder mit einem handgemachten Ring erfolgreich einen Heiratsantrag machen. Ja, und ich denke, das ist auch das Erste, was wir machen, den Heiratsantrag. Nein, wir brauchen natürlich irgendwas zum Sammeln, damit wir Geld verdienen können. Denn es ist ja aktuell so, dass wir nur durch Metalle und Kristalle und Fossilien Geld verdienen dürfen. Also das bedeutet, wir können jetzt nicht in einer Mülltonne oder so wühlen und uns da das Geld rausziehen. Das geht leider nicht, sondern wir brauchen ja eben Kristalle oder so ein Zeug. An der Ratsche drehen, in die Tröte blasen? Nein, auf gar keinen Fall. Na, Hallöchen, Olli. Na, wie geht's? Wie steht's? Wie geil sieht das bitte aus, oder? Was ist das cool gemacht? Ich lieb's auch sehr. Ich lieb's auch sehr. Ja, und wir werden Lia auch verändern mit der Zeit. Das heißt, sie hat ja jetzt sehr runtergekommene Kleidung. Das wird sich dann alles mit der Zeit ändern. Das heißt, wir lassen ihr die Haare langsam wachsen und so weiter und so fort, je nachdem, wie weit wir halt mit unserer Wohnung sind. Ja, aber ich glaube, Evergreen ist kein so guter Platz, um Kristalle oder Edelsteine zu finden. Oh no. Halt wirklich nicht, Leute. Ich dachte, wir finden hier auf jeden Fall ein bisschen was, aber nö, anscheinend gar nichts. Naja, gut. Wir haben hier auf jeden Fall Insekten, ne? Magie. Anzünden können wir, super. Level 5 der Kochfähigkeit. Kann sie sich nicht leisten, okay. Ach, sie sitzt jetzt am Lagerfeuer hier hinten. Na, super. Mit Geige improvisieren. Sie hat nichts zum Improvisieren. Okay. Naja, sie kocht sich jetzt hier hinten auf jeden Fall was. Das ist schön. Lia ist Einzelgängerin. Einzelgänger sind am glücklichsten, wenn sie einsam sind. Ansammlungen von Fremden lösen bei ihnen Unbehagen aus. Da haben wir es. Also sie möchte sich auch lieber um sich alleine kümmern. Und deswegen ist es ihr egal, dass sie in so einer ganz, ganz wilden Wohnung oder Umgebung wohnt. Außerdem wohnt sie nicht alleine. Es wohnt hier auch noch jemand anders. Aber wer das ist, das erfahren wir irgendwann in den nächsten Parts. Ja, ich glaube, wir finden hier leider nichts. Das heißt, ich lasse sie jetzt zu Ende essen und dann machen wir uns vielleicht mal auf den Weg. Mein Gott, guck mal, da fliegt einfach Müll. Da fliegt einfach Müll durch die Gegend. Ich würde vielleicht erstmal in Evergreen bleiben, weil wir sonst sozusagen Reisekosten ertragen müssten. Und es finde ich unrealistisch, dass wir mit 0 Simoleons einfach irgendwie durch die ganze Welt reisen können. Vielleicht haben wir einen Park oder sowas, wo wir etwas finden. Wäre natürlich nicht schlecht. Aber hier ist gar nichts. Es ist einfach nur dreckig und müllig bei uns. Oh Gott, ey. Ich bin ja gespannt, ob wir die Fabrik dann auch so umbauen können, dass die Umgebung schöner ist. Ah, sie brennt. Toll. Schöne Challenge. Es war toll. Es war eine schöne Challenge. Und hiermit ist Lia gestorben. Ja, genau, man findet das in der Galerie, wie Steffi dir gerade schon geschrieben hat. Ach du Heiliger, geht ja schon mal gut los, ja.
Wissoup Oxenau. Aha. Yips. Entschuldigung. Oh. Und Fledermäuse greifen sie auch noch an. Ich kann nicht mehr. Oh no, ey. Ja, okay. Also das war's jetzt mit ihrem Sofa. Das ist jetzt abgebrannt. Naja, gut. Arme kleine Lia. Wir machen uns mal auf den Weg. Wir speichern mal. Ne? Es war eine tolle Erfahrung. Wir hatten Spaß dabei, ein bisschen sich angezündet zu haben. Ne? Also, es war mit Absicht. Wir wollten einfach nur mal ganz kurz sehr nach Rauch riechen. Einfach, um die Mücken zu vertreiben, die es da auf dem Grundstück gibt. Wisst ihr? Es war so Selbstschutz. Es hat nicht gereicht, einfach nur neben dem Feuer zu sitzen. Wir mussten uns ins Feuer setzen. Mann, hat mich das Feuer gerade erschrocken. Ich war am Handy dran und habe mein Gameplay geöffnet. Ich hoffe nur, er hörte nur das Feuer und bin vor Schreck aufgesprungen und dachte mir, bitte nicht, bis ich gecheckt habe, ob es bei dir war. Die Feuerstelle hat bei den Big Bunny Games schon für hitzige Momente geführt. Das sollte uns doch was sagen, oder nicht? Vielleicht ist es aktuell ein Bug oder so, dass es so schnell brennt, weil es ist schon ein bisschen exzessiv. Ja, Gott sei Dank hat es dich nicht erwischt. Hallöchen, Victoria, hi. Na du, wie geht's dir stets, meine Liebe? Also, wir könnten natürlich hier hin, könnten da hin, zu dem Gemeinschaftsplatz. Guter Boden. Es gibt hier keinen Park, ne? Wahrscheinlich dann eher hier. Lass uns da mal abchecken, ob wir irgendwas finden. Oh mein Gott, ich sehe es einfach schon, dass wir nichts finden werden, Leute. Oder dass das Spiel wieder abstürzt. Das wäre auch so typisch. das ist der Vibe, genau. Also so ein bisschen Mücken, Anti-Mücken-Rauchgeruch. Oh, okay, nee. Nur der eigene Nachbarschaft wahlberechtigt. Ah, oh, okay. Mhm. Mhm. Soll ich nochmal Hi sagen, Olli? Hi, Olli. Oh nein, es sieht halt wirklich so aus, als würde es hier nichts geben. Es darf doch nicht wahr sein. Bis auf Müll. Alles ist voll Müll hier. Krass. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Oh nein. Es war die falsche Entscheidung, diese Nachbarschaft. Oh, hier vielleicht. Vielleicht hier? Leute, was tun wir? Das ist schon süß. Ich glaube, das ist ein Wohnhaus, oder? Hey, das ist ja cute. Das ist ja richtig cute, das Wohnhaus. Ja, süß. Bringt uns trotzdem nichts. Gibt es hier keine Kristalle und Metalle und Edelsteine? Oh Gott, ich habe eine Pflanze gefunden. Eine wildlebende Sojapflanze. Aber mehr nicht. Oh, da unten könnten wir angeln.
Aber auch keine Frösche oder so. Sachen aus dem Haus verkaufen, um an Geld zu kommen, dürfen wir nicht. Ja, aber gibt es das dort nicht? Also wirklich, gibt es das dort nicht? Oder was ist da los? Schon sehr komisch. Aber noch eine Pflanze. Eine Sojapflanze, oder oh, das ist die gleiche. Es gibt, glaube ich, welche bei der Mülldeponie. Wo ist die Mülldeponie? Die andere Nachbarschaft? Ich weiß es nicht. Ich habe das Pack noch nicht gespielt. Habe es zwar aber noch keinen gesucht. Oh mein Gott. Es gibt so viele, die das Pack noch gar nicht richtig erkundet haben, ne? Pflanzen. Nee, Girl. Wir pflanzen jetzt nicht. Können wir hier nicht nach Kristallen suchen? Nee, Einrichtung. Dann versuchen wir es nochmal in der anderen Nachbarschaft. Vielleicht finden wir da was. Ich habe es zwar auch, aber habe auch noch nie da gespielt. Krass. Wohngrundstück. Wohngrundstück. Ja, dann reisen wir doch da mal hin, wo niemand wohnt. Weil wir wollen ja niemanden treffen. Das ist ja gruselig. Krass einfach. Lag mit meinem besten Freund. Ein Tripplan. Och, schön. Mach das. Bin da auch irgendwie nie. Keine Ahnung, wieso. Mhm. Schon irgendwie komisch, ne? Oh, vielleicht finden wir... Oh, hier sieht es so aus, als würden wir hier was finden. Oh, doch. Da könnte was sein. Hier könnte was sein. Ja, ja. Hoffe ich, dass dir was ist. Oh oh. Also hier muss doch was sein. Geschockt. Da? Nee, eine Flasche. Nein! Oder gibt's hier nichts, weil die Welt so dreckig ist aktuell? Das würde natürlich auch Sinn machen, ne? Oh mein Gott, no! Eigentlich sollte da was sein, schon, oder? Oh, hier spawnt jetzt was. Hier ist auf jeden Fall eine Blume gespawnt. Vielleicht spawnen jetzt hier auch Kristalle. Hier, graben! Oha! Wir können graben. Schnell, Lia, lauf! Wieso blitzt sie? Ach, wegen ihrer Magie, ne? Eine Zeitkapsel. Nein! Nee, was seht, sagt was.
brauchen mehr von dem Zeug. Wir brauchen wenigstens ein bisschen was. Damit wir reisen können. Wir müssen wenigstens reisen können einmal. Hier. Gott. Die arme Lia. Jetzt hat sie auch noch hier... Blitzt sie auch die ganze Zeit? Zauberüberladung? Ich weiß auch nicht. Jetzt nicht so einfach. Bitte nicht wieder eine... Ein Kalkstein! Oh Gott, ja. Nein, Fossilienstein. 50. Wollen wir verkaufen? Ja, müssen wir jetzt, ne? Ich meine, wir müssen ja jetzt los. Ungewöhnlich. Gewöhnlich. Dann verkaufen wir das. Und 50 Simoleons pro Reise. Das bedeutet, wir müssen jetzt losfahren nach Dings. Nach Oasis. Weil da gibt es auf jeden Fall im... im Park etwas. Das heißt, wir speichern, reisen nach Oasis und da finden wir bestimmt was und dann kommen wir auch ganz sicher wieder zurück, hoffe ich doch. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Eieiei. Oh Gott, ich habe wirklich... Ich dachte jetzt, wir finden nichts. Und wir haben wirklich Pech. Einfach zufrieden wegen Merkmal Überlebenskunst. Alle natürlichen Zutaten sind gesund und halten den Kreislauf des Lebens ins Gleichgewicht. Und nein, ich glaube, wir müssen erstmal ein paar Merkmale entfernen. Gute Manieren darf sie behalten. Großerzählerin darf sie behalten. Das muss weg. Alte Blutlinie darf sie haben. Emotionale Kontrolle. Das muss leider weg. Sie ist sorglos, das macht eigentlich Sinn, dass sie sorglos ist. Sportskanone ist sie auf gar keinen Fall. Wasserfest kommt auch weg. Überlebenskünstler finde ich tatsächlich gar nicht schlecht, auch wenn sie das jetzt eigentlich, ne, nicht hat, aber irgendwie hat sie es ja doch. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Dieses, das erleichtert es uns einfach, deswegen machen wir es weg. Stahlblase kommt auch weg. Betörend kommt auch weg. Das kommt auch weg. Das kommt auch weg. Musterhaftes Kleinkind darf sie behalten. Mega grüner Daumen kommt auch weg. Herd- und Grillprofi kommt auch weg. Ja, das ist in Ordnung. Okay. Überlebenskunst finde ich gut. Professionell kommt weg. Blitzbuster kommt auch weg. Macht für mich einfach Sinn. Tatsächlich. Okay, und alles andere müssen wir uns dann halt eben dazu kaufen. Okay, cool. Dann speichern wir jetzt nochmal. Mein Sim steht auf der Küchentheke. Das hatte ich auch gerade, Lorena. Das hatte ich auch gerade, aber mein Sim war auf dem Tisch gestanden. Nicht auf der Küchentheke, sondern einfach auf dem Tisch. Welche Stadt ist das? Evergreen Harbor. Aus dem Nachhaltig-Leben-Pack. Ich finde es gar nicht so lustig, Vanelli. Okay, dann gehen wir mal in den Park. Was denn das? Wie ein Bug? Ja, auf jeden Fall. Also es wird ein Bug sein, weil sonst würde das ja jetzt nicht bei uns beiden so nah aneinander passieren, oder? Ganz komisch. So, jetzt haben wir sozusagen 50 gezahlt. Das heißt, wir haben jetzt noch 20 Simoleons. Park ist halt auch schon echt cool hier, ne? Vielleicht finden wir aber ein bisschen mehr Steine. Das wäre nicht schlecht. Das sieht auch nicht so gut hier aus. Oder spawnen die erst später? Eine
Pflanze? Ein Baum? Mein Sim stand eben in der Balkonhalbwand. Meiner stand schon in der Treppe. Ja, genau, unter der Treppe, das hatte ich auch schon. Da sind meine Sims fast verhungert. Bin wieder da! Hallöchen, Kühli! Es müsste auf jeden Fall was sein. Ja, ich hoffe doch. Lass es uns hoffen. Ach nee, nicht unter innen. Okay. Bei der Villa ein Oasis. Echt? Ist dies im Teleskop? Hier hat was geglitzert. Was war das? Ach nein. Leute, 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 was ist da los? Oh. Die Grotte ist offen. Warum ist die Grotte? Ist egal. Wir nehmen die Grotte mit. Wenn die offen ist, dann gehen wir da rein. Ja. Warum, weiß ich nicht, aber sie ist es. Let's go. Mega gut. Vielleicht finden wir da unten was, weil da sind ja eigentlich immer Kristalle und so ein Zeug. Lia, schnell! Ja, wir wollen in die Grotte. Ja, es geht. Da ist eine Disco drin! Ich will nicht in der Disco. Disco, Disco, Bantisani. Ich check gar nichts mehr. Jetzt geht sie da einfach rein in eine Disco. Hä? Sie schläft da jetzt. Mich macht das Spiel fertig. Disco. Da, das will ich ausbuddeln. Sie kommt da jetzt nicht hin wegen der Disco. Dann porten wir sie jetzt hier hin. Ey, das ist ja ultra weird. Warum ist sie in der Disco? Ja, irgendwie nicht. Also, ich weiß nicht, was es ist, Schlag so. Wir ignorieren diese Disco jetzt. Was ist das? Eine Zwiebelpflanze. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Disco. Edelsteinkunde-Fähigkeit erworben. Lia hat ihre Reise durch die Edelsteinkunde begonnen. Verwende den Edelsteinkundetisch, um Edelsteine zu schleifen und Schmuck zu fertigen. Oder sammel Kristalle und Metalle, um dein Fähigkeitslevel zu erhöhen und mehr Designs zur Herstellung von Schmuck und Edelsteinen freizuschalten. Sehr gut. Ein Mondstein. Oha. Da ist eine Disco drin. Das
Schlieg und Sieg. Du kannst es tun. Was ist das? Es ist das Esel bauen, wo man hinreist. Was? Ich war jetzt schon im Part. Es brennt. Lia fast. Dann finden wir eine Disco in einer Höhle. Eine Disco in der Höhle, Leute. Es ist doch schon mal. Also, das ist ja. Die Höhlendisco. Das kannst du auch keinem erzählen. Ah, nee, stopp. Hör mal auf. Oh nein! Oh, das war dumm. Ist einfach verschwunden. Kannst du das tun? Oh, Sailor Moon. Ey, aber wir können hier auf Toilette gehen. Das ist doch auch schon mal schön. Wilde Parts heute. Ich bin absolut... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da können wir auch noch was ausgraben. Trotz, jetzt haben wir wieder hier hin, weil sie kann ja irgendwie nicht durch. So was Bescheuertes. Ich bin einfach sprachlos. Ein Fossil. Zurück nach Hause. Grotte, nicht Höhle. Ah. Willkommen bei Sims. Das ist hä? Ja, ich möchte bitte, lass mich raus aus der Grotte mit der Disco. Die Grottendisco, was ist das? Die ist grottenschlecht, die Disco. Vor allem, da steht Disco-Café, aber wo war da das Café und wo war da die Disco? Es war beides nicht vorhanden. Feuer. Hey, wir wollten doch nicht nach Hause. Wir wollten doch nach Aces. Wo brennt's denn jetzt schon wieder? Ich zahle jetzt aber nicht nochmal 50 Simoleons. Ich wollte einfach nur aus der Höhle raus. Nicht nach Hause. Wir wollen doch nochmal weg. Du kannst nicht während eines Brandes reisen. Okay, aber wo brennt's denn? Lia hat den Brand entdeckt. Was geht denn jetzt ab? Mit dir. Ey. Ah. Warum kam da jetzt plötzlich Wasser aus der Decke? Warum ist die Sprinkleranlage plötzlich? Warum haben wir überhaupt eine Sprinkleranlage? Wann ist das passiert? Keine Ahnung, was da los ist. Und vor allem, wie sie dann alles brennt, sie so Feuerzeug und dann als Streichholz einfach wieder drauf aufs Sofa. Nomi, herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir gut und vielen Dank für deinen Follow. Ein herzliches Küsschen an dich. Herzlich willkommen bei uns. Hi. Hier ist kein Feuer. Lüge, Lüge. Ich kann nicht mehr, ey. Also ich verstehe nicht, warum diese Disco nicht grottenschlecht heißt. Das wäre wenigstens witzig so. Ich übernehme dafür keine Verantwortung und wusste nicht, weil es Sprinkler gibt. Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ging bestimmt heiß zu. Liebe die Frau, Lia ist die Beste. Lia, die Chaos Queen einfach.
Warum? Woher? Und warum gibt's hier nichts zum Sammeln? Kommt von dem Brandvorbeugungssystem. Was ist denn ein Brandvorbeugungssystem? Es sind hier keine blöden Kristalle. Was sollte das? Die sind einfach, also wir sind verloren. Was mit ihm denn? Chillt er einfach da, ich fass es nicht. Einfach auf dem Boden. Diesen häslichen Kasten. Ach so. Was ist das? Was ist das? Kann man da buddeln? Das ist doch Schiebung, oder? Guck mal oben bei den Villen. Ja, okay, dann gucken wir mal bei den Villen, weil das ist ja echt Schiebung, weil hier ist ja gar nichts. Ja, Lia hat jetzt gekocht. Jetzt müssen wir auch warten, dass sie was isst, weil wir haben jetzt gerade dafür gezahlt. Ob ich auch gerade auf dem Boden liege, ich fühle mich wie der Sim. Ja, ist auch okay so. Wir nehmen das schön mit. Und jetzt gehen wir zu den Villen. Am besten wäre es jetzt, wenn sie halt auch noch von Aliens entführt werden würde, ne? Weil sie guckt ja andauernd durch dieses Teleskop. Meinst du hier? Wie krass ist denn die Villa? Oha! Oha, ja. Hä? Hier ist nochmal so ein Ding. Kommt man von hier aus auch in die Grotte? Habe ich noch nie gesehen, ne? Ich dachte, es ist immer nur vom Park aus. Pflanze. Das ist doch Schiebung, weil wir diese Challenge spielen. Deswegen gibt es keine Kristalle mehr, Leute. Es sollte eigentlich mit dem meisten das meiste Vorkommen haben. Ja, ich weiß. Da ist was. Oh mein Gott. Hilfe. Oh nein, da ist ein Fossil drin. Oh, aber okay, es bringt uns wenigstens ein bisschen Geld. Vor-simlischer Kopf. Oha, der ist halt wenigstens richtig was wert. Voll gut. Versteinertes Dings da. Da ist auch wieder was. Uhu. Leute, jetzt kommt's. Historischer Vogel. Vogel. Haben. Oh, jetzt kommen sie. Oh, Gott sei Dank, da sind sie. Oh, aber ey, ich dachte wirklich, wir finden nichts mehr. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst. Aber es sieht gut aus, als wären sie jetzt gespawnt, ne? Oh, guck mal hier. Schön. Hier ist was. Super. Und hier auch. Für euch auch, sodass die Diskotheken aussterben? Nee. Ist ja schon 7 Stunden her. Was denn? Ach so. Dass sie dich begrüßt hat. Bei uns auch nicht, nee. Bei uns sind eigentlich viele. Uha, wir haben schon Level 2. Richtig gut.
Wir haben aber auch schon einige Sachen. Guck mal. Oh nein, das ist das Schlechteste, was man haben kann. Jetzt wollten wir mal was fooden. Weil sie hat ja Hunger. Also Level 2. Auch nicht so viel. Lia kann jetzt mit anderen Sims über Kristalleigenschaften reden und kann jetzt atemlos schönen Schmuck entwerfen und Smaragde am Edelsteinkundentisch schleifen. Okay, wir brauchen wie viele Simoleons für den Tisch? Wie viel hatte der gekostet? Hier ist noch einer. Auch noch einer? Oder sind die schon wieder respawned? Wäre auch krass. Ich dachte, wir haben die schon geholt. Such Oasis ab. Such Oasis ab. Irgendwas mit 300. Mhm. Naja, das müssten wir ja sogar schon haben. Also, die könnten uns sogar unseren Tisch schon holen gleich. Das ist ja mega. Sogar sehr gut. Sie muss pushern. Hm. Wird es Lia schaffen, ohne sich einzupieseln? Das erfahren Sie in der nächsten Folge von. Heute zündet sich Lia wieder mit der Couch an. Dum, dum, dum. Oh oh. Entschuldige, dass ich dich störe, aber ich habe gehört, was für ein toller Sim du bist. Wie wär's mit einer großzügigen Spende? Ja. Hä? Wir haben doch gar kein Geld. Ich kann doch gar nicht graben. Kannst du jetzt hier irgendwie hinpinkeln vielleicht? Kannst du? Wieso kann sie nicht? Einbruch starten. Es wohnt hier halt keiner. Das ist jetzt doof, ne? Oh mein Gott, ich habe gerade meine Endnoten in Sims bekommen und sie hat in allen vier Fächern eine 1+. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, was machen wir denn jetzt? Können wir uns vielleicht hier so im Belohnungsstore so ein Pipi-Ding kaufen, damit sie nicht mehr aufs Klo muss? Gibt es sowas? So ein Pipi-Trank? Sofort Spaß, Flirt, Glückstrank, Inspiration. Angst, Adieu, Schlafersatz. Ja, schon, aber Stahlblase gibt es schon, aber... Ich dachte, ein Trank. Ja, dann muss sie sich jetzt wohl einfach wohl oder übel einpiesern. Tut mir echt leid, Lia, aber wir müssen die Kristalle noch mitnehmen. Du könntest auch einfach hier in den Busch pinkeln. Nein, Lia. Oh Mann. Oh nein, ich würde mir wünschen, dass das wie mit den Werwölfen ist. Die können halt auch einfach auf dem Boden pinkeln, ja? Also das können wir ja auch ohne Werwölfe zu sein. Na toll. Naja. Ja, sorry, Lia. Es war auch nicht geplant, dass das jetzt passiert. Aber wer halt nicht in den Busch pinkeln will... Kann man auch nichts machen. Es ist halt jetzt einfach eine wichtige Mission, die wir hier machen müssen. Was auch so eine schöne Villa. Gott, Arme, jetzt einfach voll gepinkelt. Diese ekelhafte Fabrik zurück, wo man sich nicht mal richtig anständig waschen kann. Oh no. Naja, gut. So ist es jetzt halt, Lia. So ist es jetzt.
Da kann man nichts tun. Das ist jetzt einfach... Das ist passiert. Sind das hier Fossilien? Nee, das sind die Sachen, die sie jetzt doppelt hat. Okay. Altmetall. Wollen wir Altmetall auch verkaufen dürfen? Weil das kommt ja auch da jetzt mit raus. Oder weil eigentlich habe ich ja gesagt, nur Kristalle, Metalle und Fossilien. Aber das Altmetall kommt ja damit raus, ne? Genauso wie diese komischen Figuren. Das ist halt auch immer total schade. Ja, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Hat ganz schön Wumms gemacht. Okay, hier waren wir jetzt überall. Dann könnten wir nochmal in die andere Nachbarschaft gehen. Na, da wurde bei Ankunft hier ja gebührend zur Kenntnis genommen. Ist so, Puffy. Nee, der ist schon gebacken. Ach so, in Sims. Hallöchen, Moon. Hi. Hier gibt es, glaube ich, auch. Oder hier. Ich wäre ja hier, oder? Sieht auch ein bisschen aus wie ein Lost Place Home. Ist es? Oh mein Gott, wie cool! Also natürlich nicht halb so krass wie die von Yala, ne? Aber auch cool. Auch das Fenster. Mega nice. Ich mag die Nachbarschaft hier schon auch, ne? Oasis ist schon auch richtig schön. Muss man halt einfach sagen. Guck mal, wir könnten uns hier was zu essen bestellen. Ach ja, wir sind aber halt nicht da zum Essen, ne? Wir sind hier da, um Kristalle und so zu suchen. Ist auch hübsch. Guck mal, die kleine Brücke und so goldig. Boah, es ist auch so underrated, finde ich. Puffy macht uns wach, echt so. Naja gut, sie schläft in der Zeit, bis die Kristalle spawnen. Ist auch nicht schlecht. Oh, hier ist schon was, oder? Nee, es sind Pflanzen. Nee! Yes! Hier ist was. Sehr gut. Boah, ich bin echt gespannt, ne? Mit dem ganzen Sammeln und so, wie gut wir das hinbekommen, wie lange wir brauchen, um die ganzen Sachen gesammelt zu haben. Das ist auch ein cooles Haus. Guck mal. Ach, wie cool. Mit diesem Pool, als wäre er so aufgestellt. Richtig gut. Auch die Garage hier. Ist schon saugut gemacht. Hallöchen, Eulchen Katze, hi. Und Helena, hallo. Guten Abend. Habe heute ein Päckchen erhalten, aber das mich sehr gefreut habe. Habe es gerade zum Aufladen angesteckt. Die Hasis in dem Päckchen haben Füße Richtung Minimi bekommen. Was süß. Aber schön, ich freue mich, dass du dich freust. Und gut, dass es angekommen ist, da freue ich mich noch mehr. Nach 4 Stunden das erste Mal wieder aufgestanden. Chusi, dann herzlich willkommen zurück bei den Lebenden. Und sonst geht's dir gut, Helena, alles okay? Sie halt einfach kalt. Aber krass. Dass es hier kalt sein kann, ne? In Oasis. Eulchen Katze, wie geht's dir? Alles okay? Hier ist, vorne hieß jemand Hirscheule, ne? Auch sehr ähnlich. Na, jetzt schläft sie einfach. Was ist denn mit ihr? Das ist schon auch echt anstrengend, unsere Lia. Die macht halt auch, was sie will.
Juicy lebt wieder. Mit dem Fahrrad. Ich würde sagen, wenn wir hier die Kristalle haben, gehen wir auf jeden Fall zurück nach Hause und gucken, wie viel Output wir schlussendlich haben. Okay. Wir sammeln hier fleißig weiter. Hey, wohin läuft sie denn jetzt schon wieder? Die Frau macht mich kaputt, ne? Oh, Hillary hat ein Kind bekommen. Michael. Halt dich für ein Gerücht. Nee, nee. Das ist der Wahrheit. Okay, gut. Wir speichern und gehen zurück nach Hause. Und gucken mal, wie viel Geld wir jetzt eingenommen haben mit unserer Ausbeute. Wir müssen natürlich nochmal 50 Simoleons abziehen, um wieder zurückzukommen. Heute starten wir den Tag mit der Multiplayer-Community, genau. Tell me why. Ja, genau, in unser Podest. Der Supporter, das ist einfach unfassbar crazy. Habe ich, oder wie Safi dazu sagt, Heiliger Stift mit Pönöpel, habe ich das schon mal gelesen? Weil ich wundere mich gerade, dass da unfassbar und Heiliger Stift mit Pönöpel steht. Oder habe ich einfach nur ein absolutes Kurzzeitgedächtnis schon wieder gehabt? Das hier die Frage. Internet und Fake News, so ist das halt klar. Ab nach Hause und unsere unglaublich kuschelige Wohnung. Yay! Nicht schon wieder Feuer, oder? Brennt jetzt schon wieder die Hütte. Es brennt schon wieder. Es brennt schon wieder. Das ist doch dann bestimmt ein Bug. Das ist einfach nur ein bisschen Delay. Das ist okay. Ich kann nicht mehr. Okay. Also, 200 Simoleons. Haben wir hier was? Ich würde sagen, die doppelten verkaufen wir, ne? Doppelte Fossilien. Oh mein Gott. Ey, bringt ja voll was. Ja, wie cool. Also, und Altmetall habt ihr gesagt, wollen wir auch verkaufen. Sofa, dann löschen wir das einfach. So. Machen wir mit denen. Ah. Ach so, ja, Gott. Könnt ihr doch auch ändern, wenn es euch auffällt. Meine Mozis, wenn ihr das seht, dann ändert es ganz leise. Ohne dass jemand es merkt. Einfach still und heimlich.
Maxi, herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und vielen, vielen Dank für dein Follow. Ein Herzchen und Küsschen. Hi. Ganz leise ändert. Oh, da habe ich mich doch verlesen. Ja, da steht die ganze Zeit schon Crystal Rex Riches Challenge. Mhm. Da ist, ne? Das ist einfach, das war die ganze Zeit schon da gestanden. Okay, gut. Also, wir haben 490 Simoleons. Wir haben eine Couch, wo wir schlafen können. Wir haben eine Toilette, die einfach hier rumliegt. Schon ein bisschen. Hatte keine Brille auf. Okay, ich verzeihe dir ausnahmsweise. Gibt es eine Toilette, die hier irgendwie allgemein rumsteht, wo man dann pieseln kann oder so? So mitarbeitend bei der Toilettenmäßig? Nee, ne? Das heißt, wir müssen die Toilette gerade hinrücken. Oh, aber hier gibt es sowas. Brennstoff hinzufügen. Ach du Heiliger. Nee. Gut, dann gehen wir doch mal hier hoch. Und rücken mal unsere Toilette richtig hin. Macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, ne? Es wird jetzt einfach nur gerade hinstellen und dann funktioniert die so. So unterm Fenster steht die Toilette. Wohnzimmer. Okay, den würde ich sagen, den räumt sie mal raus, ne, damit wir den halt loswerden. Also, der ist auch nichts wert. Doch, der ist was wert. Das ist doof. Müssen wir den einfach gleich entfernen. Und was machen wir dann? Vielleicht einfach so einen Kühlschrank? Ich sehe uns aber halt auch einfach mit dem Ding. Ich heule. Wollen wir dieses Ding einfach hinstellen? So richtig neben dem Kühlschrank? So richtig abranzt? Nein, wir beruhigen uns jetzt. Oh ja, Leute. Schön wohnen wir, gell? Das Ding ist so lustig. Wir bauen jetzt, wir haben unsere Toilette. Unsere Toilette, die ist einfach da. Das ist super toll. Und wir nehmen jetzt unser... Kristallkreationszeug und werden dann unseren Tisch kaufen. Wir müssen noch Geld verdienen. Was? Wieso kostet der 650? Lüge, oder? Wieso kostet er so viel? Und warum haben wir jetzt nur noch so wenig Geld? Wir hatten auch gerade 490. Was ist jetzt schon wieder passiert? Auf jeden Fall kostet dieser Kackmist 650 Simoleons. Ich habe mich letztes Mal schon aufgeregt. Zu Recht. Was machen wir jetzt hiermit? Mit den Figuren verkaufen wir die jetzt? Ihr habt gesagt, ja, vielleicht können wir jetzt durch das, dass wir die jetzt einfach verkaufen, genug haben für... Nö. Doch! Okay. Gut, 650 genau. Das bedeutet, mit den 650 genau kaufen wir uns jetzt diesen blöden Tisch. Ich hoffe, der hat jetzt 650, ne? Und jetzt nicht 690 oder so. Weil sonst kriege ich die Krise. Aber dann haben wir halt wieder nur den Tisch und dann fehlt mir wieder ein bisschen Geld, um überhaupt den Tisch zu benutzen. Ja, Dinge. Oh mein Gott, ey. 650, wie teuer einfach. Ach. Ich hoffe, wir kommen dahin. Kostet 651, ja genau. Okay, Essen
Kiste fällt aus, weil wir pleite sind. Ja, ist so. Wir haben ja noch das Altmetall. Können wir auch noch verkaufen. Für 20 ganze Simoleons. Ja, Mensch. Edelsteine schleifen. Oh, das ist der samenförmige Edelstein. Was müssen wir jetzt eigentlich? Wartet mal. Laut der Story. Wir müssen... Laut den Regeln. Einfach einen samenförmigen Edelstein. Wir müssen keinen bestimmten Edelstein haben. Mondstein, Diamant. Alter, heiliges Kanonenröhrchen. Sollten wir einen Mondstein da reinhauen? Oder ist das zu viel? Warte, der Diamant, warte mal. Alter, das sind sautolle. Wollen wir nicht eher so einen gubbeligen nehmen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt. Außerdem haben wir sowieso schon wieder kein Geld. Ey, ist das ein Mist. Ich hasse es. Ich möchte es nicht mehr. Ich check nicht, wieso es Geld kostet, wenn wir die ganzen Materialien haben. Das ist die Arbeitszeit. Wir bezahlen uns einfach selber. Ach, Mann. So ist es, Leute. Aber... Damit würde ich sagen, hiermit beende ich den Part. Ob Lia nächstes Mal den samenförmigen Kristall herstellen kann, ob Lia auch nächstes Mal wieder Feuer fangen wird und ob Lia nächstes Mal genug Geld für das erste Schmuckstück bekommen wird, das erfahrt ihr im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr gerne mal live dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Twitch, da heißt ich Sephrina, genau wie hier. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I'm gonna ride, I'm riding free.